Mit einer Blutspende kann bis zu 3 Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Bayern braucht pro Tag etwa 2000 Blutkonserven. Deshalb organisiert der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes jährlich etwa 4500 Blutspendetermine. Teamleiterin Erika Klebel erzählt bei einem Termin in Amberg, worauf es ankommt. Als allererstes muss er an die Registration, muss sich anmelden. Dazu braucht er einen Personalausweis oder einen Führerschein, also ein amtliches Dokument. Und wenn er schon Blutspender ist, den Blutspendeausweis. Da bekommt er dann den Bogen. Auf der Rückseite sind dann die ganzen Fragen, die er ausfüllen muss, wo wir alles abfragen, was für uns wichtig ist. Also ob er im Ausland war, ob er Medikamente nimmt, ob er operiert wurde. Wurden Sie in den letzten 3 Monaten geimpft? Lauter solche Gesundheitsfragen, die man wirklich genau beantworten sollte, um sicherzustellen, dass das Blut auch in Ordnung ist. Weil es bekommt ja dann ein kranker Mensch. Er sollte 1,5 bis 2 Liter schon getrunken haben über den Tag verteilt und in den 4 Stunden vor der Spende etwas Leichtes gegessen haben. Als nächstes kommt dann das Labor. Da wird man in den Finger gepiekst, damit man das Hämoglobin feststellen kann. Frauen müssen mindestens 12,5 Hämoglobin haben und Männer 13,5. Es scheiden immer wieder welche aus, vor allem Frauen, weil die halt das Problem haben, das Hämoglobin überhaupt bereitzustellen. Nach dem Labortest muss der Spender dann mit dem Fragebogen zum Arzt. Dann wird das Blutdruck gemessen, der Puls, die Temperatur. Und der Arzt klärt dann sämtliche Fragen mit dem Spender ab. Weil zum Beispiel, wenn er in einem bestimmten Teil außerhalb Deutschlands war, darf er vielleicht nicht spenden. Der zu untersuchende Arzt wollte jetzt meine Temperatur und meinen Blutdruck wissen und allgemeine Fragen habe ich auch noch beantwortet zu meinem gesundheitlichen Befinden. Wenn er spendefähig ist, dann kommt er zu uns in den Saal zum Blutspenden. Jetzt brauche ich noch Handschuhe und dann bin ich bewaffnet. Der Nadelstich ist nicht schlimm. Es sind große Nadeln und es schaut schlimmer aus, als es sich dann anfühlt. Schon überstanden. Perfekt. Das ist für mich ein Ehrendienst. Es gibt viele Leute, die einfach Blut brauchen, sei es durch einen blöden Unfall oder weil sie in Not geraten sind. Und das ist für mich wirklich ein Herzensanliegen, denen Menschen zu helfen. Die Spende dauert ungefähr 10 Minuten. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es eine Minute länger. Spätestens nach 14 Minuten ist aber die Blutspende vorbei. Das Blut wird getestet, deswegen haben wir ja die Röhrchen extra. Und zwar wird alles untersucht, HIV, Hepatitis, Geschlechtskrankheiten, weil das muss man ausschließen, das könnte man mit Blut weitergeben. Minimal sind es weniger in Amberg. Bei anderen Terminen merkt man das Sommerloch dann schon. Aber unsere Stammspender sind sehr zuverlässig. Die kommen auch bei so großen Hitzewellen, wie wir sie jetzt hatten. Definitiv ja. In 6 Wochen bin ich wieder da.